Viel besprochen, lange erwartet und viel kritisiert. Wir freuen uns auf unseren Gedenkredner Felix Baumgartner. Bitte um deine Ansprache. Lieber Elmar, ich danke dir für deine wunderschönen Worte, liebe Südtiroler Schützen. Zunächst einmal ein recht herzliches Dankeschön für die Einladung zur heutigen Landesfeier und zum Gedenken an Andreas Hofer. Es wurde ja bereits im Vorfeld berichtet und natürlich gab es auch erwartungsgemäß wieder einmal Kritik von verschiedenen Seiten. Unter anderem auch vom SVP-Obmann Philipp Achammer. Ihnen, geschätzter Herr Achammer, möchte ich Folgendes ausrichten. Etwas mehr Gelassenheit würde Ihnen sicherlich gut tun. Sie brauchen sich nicht von mir zu fürchten, denn ich bin heute mit Sicherheit nicht nach mir angekommen, über Politik oder Flüchtlinge zu sprechen. Beurteilen Sie meine Person nicht aufgrund von bösartigen Medienberichten, denn in erster Linie bin ich Mensch mit Herz, Hirn und Humor. Ich gebe Ihnen aber gerne die Gelegenheit, sich mit mir zu treffen, um sich auszutauschen, im Dialog, und Sie werden feststellen, dass wir gedanklich vielleicht gar nicht so weit auseinander sind. Ich bin heute nach Meran gekommen, weil mich Bundessekretär Richard Andergassen eingeladen hat. In einem sehr herzlichen Mail hat er mich gebeten, die heutige Gelegenheit zu nutzen, um mit euch, liebe Schützen, über Visionen und die Umsetzung von großartigen Zielen zu sprechen. Wir haben alle Visionen. Andreas Hofer hatte sie, ihr habt sie, liebe Freunde, und auch ich habe sie. Und genau das verbindet uns. Wir sollten eines nie vergessen: Wer im Leben etwas Großes erreichen will, muss auch bereit sein, etwas Großes herzugeben. Andreas Hofer wollte etwas Großes erreichen. Und ja, er war sogar bereit, sein Leben dafür zu geben. Auch ich hatte 2005 eine große Vision. Einen Sprung vom Rande des Weltalls und dann mit Überschall wieder zurück auf die Erde. Als erster Mensch die Schallmauer zu durchbrechen, das war mein Ziel. Und auch ich war bereit, dafür mein Leben zu geben. In diesen 7 Jahren der intensiven Vorbereitung habe ich viele Menschen getroffen, die mir alle gesagt haben, wie es nicht geht. Ich habe aber nur sehr wenige Menschen getroffen, die bereit waren, mir zu helfen, meine Vision real werden zu lassen. Am 14. Oktober 2012 war es dann soweit. Ich bin in meiner Kapsel gesessen und es hat über 3 Stunden gedauert, um eine Absprunghöhe von 39.000 Metern zu erreichen. Ich habe in diesen einsamen Stunden sehr viel Zeit gehabt, um nachzudenken. Und ich habe dabei an all diese Menschen gedacht, die mir abgeraten haben, und Gott sei Dank habe ich nicht auf diese Menschen gehört. 1 Milliarde Menschen, liebe Freunde, haben damals zugesehen, wie die Vision eines Mannes Wirklichkeit wurde. Das größte Ereignis, das im Internet jemals zu sehen war, und darauf bin ich stolz bis heute. Mein Sprung ist der lebende Beweis, dass egal wie klein ein Land auch ist, es trotzdem Großes hervorbringen kann. Und deshalb, liebe Schützen, wie auch immer eure Vision aussieht, hört nicht auf diejenigen, die nicht an euch glauben. Denn diese Menschen werden die Welt nicht verändern. Wir aber, wir probieren es. Lasst uns gemeinsam das Unmögliche versuchen. Die Freiheit und die Selbstbestimmung sind unser höchstes Gut. Und genau darum lohnt es sich auch zu kämpfen. Andreas Hofer war ein außergewöhnlicher Mensch. Ein Freiheitskämpfer. Jemand, der bereit war, alles zu geben. Und auch wenn er sein Ziel am Ende nicht erreichen konnte, er hat es trotzdem versucht. Und deshalb, liebe Freunde, werden wir heute gemeinsam seiner gedenken. Ich bedanke mich bei allen Schützen, bei dir, lieber Elmar, für die Einladung, den hübschen Magdeburgerinnen und auch bei dir, lieber Richard Andergassen, für deine herzliche und freundschaftliche Einladung. Ich komme gerne wieder. Danke. Danke, lieber Felix, für deine treffenden, kurzen und prägnanten Worte. Formationen und Ehrenkompanie auf mein Kommando. Habt! Acht!